Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Heute mal wieder aus dem schönen Bielefeld. Neben mir steht der Ford Focus. Der wurde 1998 von Ford eingeführt und löste damals den Ford Escort ab. Der Focus wird auf allen bevölkerten Kontinenten verkauft und hat es somit geschafft, 2001, 2002, aber auch 2012, 13 und 14 das am meisten verkaufteste Auto der Welt zu werden. Auch in Deutschland ist er letztes Jahr gar nicht schlecht gelaufen. Das KBA meldet fast 50.000 Neuzulassungen vom Ford Focus. Und nur damit ihr das mal ein bisschen einordnen könnt, Mercedes, die A-Klasse, hat sich gerade 36.000 Mal anmelden lassen bzw. slash verkaufen lassen. Gut, den Ford Focus, den gibt es als kompakten Fünftürer, als Viertürer-Limousine. Wir zeigen euch hier heute aber den Fünftürer als Kombi. Und der wurde bereits, also das ist das Facelift der dritten Produktgeneration. Und dieses Facelift wurde im Februar 2014 vorgestellt. Da waren wir auch bei der Weltpremiere. Findet ihr bei uns im Stream das Video. Neulich gab es bei uns im Stream eine Diskussion, weil wir irgendeinen Mitbewerber nicht genannt haben. Und ich habe auch echt null Lust, jetzt die ganzen Mitbewerber der Kompaktklasse aufzuzählen. Also Golfklasse und alle, die sich darin befinden, sind Mitbewerber zum Ford Focus. So ein erfolgreiches Auto, da braucht man natürlich diverse Motorisierungen. Für den normalen, und ich sag mal normalen Ford Focus, gibt es drei Dieselmotorisierungen mit 95, 120 und 150 PS sowie vier Benziner mit 100, 125, 150 und 182 PS. Dann steigen wir ein in die Sportversion. Es gibt ja auch den Ford Focus als ST. Da gibt es einen Diesel mit 185 PS und einen Benziner mit 250 PS. Wir warten aber eigentlich alle auf den Ford Focus RS. Den wird es geben mit auch einem Benziner, der dann mehr als 320 PS leisten soll. Von dem haben wir auch ein Video im Stream übrigens, also die Vorstellung. Der kommt ja erst 2016. Dazu kann man auch den Ford Focus mit Gas fahren, mit LPG. Da gibt es einen 1,6 Liter Motor, der 117 PS leistet. Und für alle Leute, die elektrisch fahren wollen, gibt es auch noch den Ford Focus Electric. Und der hat eine Systemleistung von 145 PS. Das war ganz schön viel Text, aber jetzt geht es hier um das Herz unseres Testwagens. Das ist der 2 Liter TDCi Vierzylinder Diesel. Und der hat eine Leistung von 150 PS. Das reicht für ein maximales Drehmoment von 370 Newtonmeter, welches im Drehzahlbereich zwischen 2000 und 3500 Umdrehungen pro Minute anliegt. Der Ford Focus kommt in der Regel mit Frontantrieb. Ich glaube, der einzige, der Allradantrieb haben wird, ist der Focus RS. Also haben wir hier auch Frontantrieb. Bei dem 150 PS Diesel kann ich wählen zwischen einer Powershift-Automatik oder eben dem manuellen Sechsganggetriebe. Und genau das haben wir hier verbaut. Bevor ich zu den Fakten komme, möchte ich mich einmal bei euch entschuldigen. Der Wagen ist ziemlich eingesaut. Ich höchstpersönlich hätte den gestern noch waschen sollen. Da sah er gar nicht so schlimm aus. Aber ich dachte, komm, passt schon. Dann hat es nochmal geregnet und den ganzen Blütenstaub auf das Auto gespült. Und jetzt sieht er echt nicht so schön aus. Aber halt, wie es halt so ist im Alltag. Also komm, Fakten. Beschleunigung von 0 auf 100, dafür braucht unser Testwagen ganze 9 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit erreicht man bei 210 km/h. Der Ford Focus verfügt über einen Tankinhalt von 60 Litern. Bei einem NEFZ-Verbrauch laut Ford von nur 4 Litern Diesel auf 100 Kilometern könnte man theoretisch auf eine Reichweite von fast 1500 Kilometern kommen. Der Ford Focus Turnier ist 4,56 Meter lang bei einem Radstand von 2,64 Meter. Er ist 1,49 Meter hoch und 1,82 Meter breit. Von Außenspiegel zu Außenspiegel sind es 2 Meter und 1. Der Wendekreis des Focus Turnier beträgt 11,49 Meter. Das Leergewicht beträgt 1460 Kilogramm. Das zulässige Gesamtgewicht 2050 Kilogramm. Der preiswerteste Ford Focus Turnier ist für 17.360 Euro zu haben. Dann ist er quasi leer. Unser Testwagen hat einen Basispreis von 27.860 Euro und kostet, so wie er steht, 32.825 Euro.
zwischen 4 Ausstattungslinien kann ich wählen, wenn ich mir so einen Ford Focus konfigurieren möchte. Das ist Ambiente, Trend, Business und Titanium, wobei Ford sagt, Business ist das am meisten gewählte. Wir haben hier die Ausstattungslinie Titanium, das ist die höchste. Zum Design sage ich euch gar nichts, das haben wir ja in dem anderen Video schon getan, bei der Vorstellung des neuen Ford Focus oder des Facelifts der dritten Produktgeneration. Ich sage hier nur, wir haben die adaptiven Xenon-Scheinwerfer bei uns im Testwagen verbaut. Das ist aufpreispflichtig, 1040 Euro. Und die haben einen unterschiedlichen Lichtkegel, geschwindigkeitsabhängig. Fahre ich in der Stadt, ist es mehr so ein runder Lichtkegel, um alles schön auszuleuchten. Und je schneller ich dann fahre, umso spitzer und weiter reicht der Lichtkegel. Dazu gibt es auch ein Abbiegelicht auf der einen Seite, aber auch ein dynamisches Kurvenlicht. Und wir haben hier auch das LED-Tagfahrlicht. Auch das ist aufpreispflichtig, gehört zum Designpaket und wird da mit 880 Euro berechnet. Mittlerweile gibt es das ja bei vielen Herstellern, aber weil Ford das relativ früh eingeführt hat und ich so toll finde, sage ich es nochmal, unser Testwagen hat auch eine beheizbare Frontscheibe und alle Garagenparker werden das nicht verstehen, alle anderen schon, alle Straßenparker, das ist echt Rock'n'Roll, weil die Scheibe wirklich 1, 2, 3 im Winter frei ist. Ihr könnt aus 10 unterschiedlichen Farben wählen, wenn ihr euch einen Ford konfiguriert. Eine Farbe ist kostenlos, das ist dieses klassische Ford Blau. Unsere Farbe kostet 565 Euro Aufpreis. Das ist eine Metallic-Lackierung und nennt sich Brisbane Braun Metallic. Unser Testwagen steht hier auf 16 Zöller und diese 16 Zöller sind Teil unseres Ausstattungspakets Titanium. Da möchte man denken, wow, kriegt man richtig große Felgen, ist aber eigentlich nicht so, weil der normale Ford Ambiente, also die kleinste Ausstattungslinie, steht auch auf 16 Zöller. Wer also größere Räder haben möchte, muss da aufpreispflichtig nachbestellen. Bis zu 18 Zoll gibt es die auch von Ford selbst. Ich habe mit Jens den Wagen getauscht und als er mir den zurückgegeben hat, sagte er, Mensch, irgendwie die Türen hören sich richtig blöd an. Ne? Also das macht ja keinen Spaß. Die haben ja gar keinen Schmiss, keinen Schlag. Da sage ich zu ihm, nee, daran liegt das gar nicht. Die haben nämlich hier so einen Kantenschutz. Der fährt sich automatisch aus, wenn man die Tür öffnet. Also eigentlich ziemlich großes Kino und soll halt helfen, dass man keine anderen Autos beschädigt. Das Geräusch, was dieses Plastikteil hier aber verursacht, ist wirklich irritierend, hört sich nicht so toll an. Die Sache an sich ist aber prima und kostet 165 Euro Aufpreis. Zum Heck brauche ich gar nicht viel sagen. Sieht aus wie ein Kombi, ist ja auch einer. Oben haben wir die dritte Bremsleuchte. Unten haben wir ein Auspuffrohr, was zumindest ein bisschen dicker ist, so für die Leute, die es gerne sportlich optisch haben. Ein zweites, da haben wir drauf verzichtet. Ein bisschen angesäuert bin ich. Ich lese ja mal brav die Pressemitteilung und die Pressemappen. Da habe ich hier gelesen, Rückleuchten in LED-Technik. Dachte ich, wow. Naja, nun ist es so, wir haben hier unten Lichtstreifen und hier oben nochmal einen dünneren. Der ist wirklich in LED-Technik. Technik. Alles, was hier sonst befeuert wird, Bremslicht, Nebelschlussleuchte, Rückfahrlicht und Blinker, wird natürlich über herkömmliche Lämpchen angesteuert. Beim Facelift hatte sich ja äußerlich jetzt nicht ganz so viel getan, wie unser Video. Im Innenraum halt schon und gerade den Innenraum war ich positiv überrascht, weil die alten Ford-Modelle meines Erachtens ja schon ein bisschen angestaubt waren und dann in der Mitte immer so ein Wumms an Knöpfen hatten und das haben sie jetzt hier so ein bisschen aufgehoben. Die Tür öffnet sich übrigens 80 Grad weit. Selbst so ein Ford Focus bietet ein bisschen Show and Shine. Wir haben hier beleuchtete Einstiegsleisten. Über die steige ich mal hinweg. Einsteigen, kinderleicht. Um die Tür zu greifen, wenn diese ganz offen ist, muss ich mich echt extrem weit hinauslehnen. Schließ die jetzt mal. Als Einstieg möchte ich sagen, wir haben hier das Sync 2 System verbaut. Also das große Infotainment-System mit einem 7 Zoll Touch-Display. Wenn man jetzt die Mager-Version nimmt, dann ist es wieder Ford üblich, und das verstehe ich halt nicht bei denen, dass das nochmal weiter hinten sitzt und wesentlich kleiner ist. Ich weiß noch, ich bin irgendwann mal unten Ford gefahren, wo ich wirklich eine Lupe gebraucht hätte, um überhaupt das Navigationssystem abzulesen, weil das irgendwie am anderen Ende des Autos war. Das ist jetzt hier schön und ich finde auch, dass sie die ganze Mittelkonsole sehr schön aufgeräumt haben. Für meinen Geschmack hätten sie dieses Schalterfeld auch noch weglassen können. Aber das ist auf jeden Fall frischer und wesentlich moderner geworden. Die Materialien hier oben Softtouch, also alles, was ich anfasse, fasst sich auch weiß an. Hier ist es dann lackiert.
Das ist jetzt hartes Plastik, aber gut, damit kommt man klar. In den Türen ist Stoff an der Seite und selbst hier oben ist kein echtes Hartplastik, sondern so zum, ja, doch. Nee, es ist etwas weicher halt. Hier ist es dann wieder hart. Also von den Materialien ist es auch in Ordnung im Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall. Und von der Ergonomie her, wer Ford kennt, wer Ford gefahren ist, findet sich hier natürlich selbstverständlich sofort wieder. Aber ich denke, selbst Leute, die nicht so oft Ford fahren, sollten da auch keine Probleme haben. Üblicher Kritikpunkt bei uns, die Mittelkonsole könnte ein bisschen fahrerorientiert sein. Die ist jetzt hier nach hinten ausgerichtet. Das finde ich halt immer so ein bisschen schade. Ja. Und, ach so, das Raumgefühl hätte ich fast vergessen. Wie ihr seht, sitze ich hier mit sehr viel Kopffreiheit. Da passt mehr als meine ganze Faust zwischen. Auch zur Seite. Ich bin ja hier in einer Golfklasse unterwegs. Habe ich ordentlich Platz. Habe mich auch nicht beengt gefühlt, als wir hier zu zweit gefahren sind. Und nach vorne hin, die Scheibe ist ein bisschen tiefer gezogen. Ist es auch. Man hat ein angenehmes Raumgefühl. Jetzt aber, jetzt geht's los. Hier mit der Gurthöhenverstellung, die wir hier haben und der Gurtlänge, die ihr immer alle sehen wollt. Haha. Und hier hat man auf jeden Fall ein bisschen mehr Gurt als bei manch anderem Auto. Die Sitze, die wir hier haben in unserem Testwagen, das sind Sportsitze. Die sind also so ein bisschen mehr ausgeformt. Ich habe hier ein bisschen mehr Seitenhalt, sowohl am Kissen als auch an den Seitenwangen. Das sind jetzt keine brutalen Sportsitze, aber wir fahren auch einen 150 PS Diesel. Die bieten halt in den Kurven ein bisschen mehr Seitenhalt, passen also sehr schön zu dem Auto. Sie sind manuell verstellbar. Ich kann also in der Höhe mich hier bewegen. Und natürlich vorn und hinten, auch das werde ich einmal wenigstens zeigen. Das ist ganz hinten, so sitzt der Tobi. Und das ist ganz vorne, so sitzt der Jens. Haha, guck mal, wirklich lustig. Nicht böse sein, Jens. Und die Lehne verstelle ich mit einem Drehrad. Das finde ich immer wesentlich schöner, als wenn man da so einen Hebel hat und dann die Lehne nach hinten so wegklappt. Ja, das war's von den Sitzen. Die Sitze sind übrigens auch beheizbar hier, dreistufig in der Mitte. Und die Heizleistung ist eher durchwachsen für meinen Geschmack. Ich persönlich mag es ja, wenn so richtig der Rücken gegrillt wird, wenn man auf der höchsten Stufe ist. So, der Tobi hat vorne mit seinen 1,95 Meter ausreichend Kopffreiheit, hat aber das Problem, wenn er sich den Fahrersitz richtig einstellt, sodass er bequem mit seinen langen Beinen sitzen kann, dass er dann eigentlich zu weit weg vom Lenkrad sitzt. Also für ihn müsste das Lenkrad definitiv noch mehr rauskommen, damit er den richtigen Winkel mit den Armen hat. Okay, das Lenkrad hier, das Multifunktionslenkrad, kann ich selbstverständlich auch verstellen, manuell in diesem Fall. Könnte für meinen Geschmack, das sage ich ja immer, noch ein bisschen weiter rauskommen. Für die meisten Leute wird das wahrscheinlich so in Ordnung sein. Ich kann das Lenkrad auch beheizen. Hier neben dem Schaltknauf ist ein entsprechender Schalter und dann ist hier an den Griffseiten, wird es ein bisschen aufgewärmt, was gerade im Winter bei so einem Lederlenkrad sehr angenehm ist. Neulich ist einer hier von unseren Abonnenten abgesprungen und hat sich empört, was wir da für Warmduscher sind. Ja, ich bringe auch Einkaufswagen zurück. Ich finde auch eine Lenkradheizung schön, genauso wie eine Sitzheizung und eine Rückfahrkamera. Ich bin so drauf. Wenn ihr es nicht seid, ey, tut mir leid, aber ich achte halt auf solche Sachen. Gut, am Lederlenkrad befinden sich diverse Schaltflächen. Auf der linken Seite habe ich hier einmal so ein Fadenkreuz mit OK Button für den Bordcomputer, darunter noch mal ein Schaltfeld für den Tempomaten und auf der rechten Seite entsprechend das Pendant zum Steuern oder Fernsteuern des Infotainment-Systems. An beiden Seiten haben wir Außenspiegel, man mag es kaum glauben, die sind auch eigentlich relativ kompakt, aber man sieht doch ausreichend viel vom rückwärtigen Verkehr. Das gilt auch für den Innenspiegel, der zeigt mir die ganze Heckfensterfläche und die ist auch nicht klein, also habe ich mit den drei Spiegeln schon eine ganze Menge abgedeckt. Wenn ich mich jetzt aber umdrehe, dann habe ich auch eine relativ, also gefühlt schmale B-Säule. Ich habe also kaum einen toten Winkel beim Schulterblick. Und auf der anderen Seite verhält sich das ähnlich gut. B-Säule prima, C-Säule prima. Und hinten die D-Säule ist zwar ein bisschen dicker, aber jetzt auch nicht in so einer Form, wo ich sage, Mensch, das ist ein dickes, dickes Loch.
Dafür, aber gerade wenn man es jetzt ums Einparken geht, gibt es noch eine Rückfahrkamera. Also erstmal gibt es Parkpiepser auf jeden Fall und man kann sich optional eine Rückfahrkamera einbauen lassen oder dazu bauen lassen. Die kostet dann 150 Euro. Ich persönlich denke ja immer, ey, daran möchte ich nicht sparen, weil dann kann ich auf einen Millimeter genau einparken. Ja. Head-Up-Display gibt es natürlich nicht. Dafür haben wir Armaturen hier. Wir haben zwei klassische Rundinstrumente. Auf der linken Seite der Drehzahlmesser bis 6000 Umdrehungen. Bei 5000 fängt der rote Bereich an. Auf der rechten Seite der Tachometer. Der geht hier bis 240 km/h. Der Wagen fährt 210. Das ist also auch alles im Rahmen. Zwischen den Rundinstrumenten unten haben wir die Tank- und die Temperaturanzeige, auch mit Zeigern. Ich finde auch diese blauen Zeiger sehr originell und schön. Und darüber ist dann nochmal so ein Mini-Display. Ich sage mal, tja, ja, also deutlich kleiner als mein iPhone auf jeden Fall. Das ist der Bordcomputer. Da kann ich auch noch diverse Einstellungen vornehmen und mir halt die ganzen Werte anzeigen, die für mich relevant sind. Ganz lustig ist eigentlich, wir hatten ja neulich den Ford Mustang gedreht. Der Bordcomputer ist ähnlich aufgebaut. Hier habe ich jetzt aber meine digitale Geschwindigkeitsangabe, die ich bei dem Mustang halt so schmerzlich vermisst habe. Das Ganze lässt sich gut ablesen, sowohl bei Tag als auch bei Nacht, beziehungsweise in der Abenddämmerung, weil wirklich nachts bin ich nicht gefahren. Es wird ja heute nicht mehr dunkel, ne? Wir haben ja Sommer fast. Hier hatte ich schon erwähnt, das große 7 Zoll Display vom Sync 2, das haben wir euch auch schon vorgestellt im S-Max oder im S-Max oder im, ja, S-Max. Dazu gibt es ein eigenes Video, das habe ich hier auch verlinkt unter diesem Review in dem Text. Auch das lässt sich schön ablesen und auch relativ einfach bedienen. Gut, dann gibt es hier das einfache Ambient Light. Gegen Aufpreis kann man das auch farblich gestalten. Wir haben aber hier die einfache Version. Wir haben kein Schiebedach, aber in der Tat eine Hupe. Und weil ihr es immer wollt und ich es nicht mag, muss ich es aber trotzdem machen. Das gehört hier dazu. Drücke ich mal auf die Ford-Pflaume hier. So hört sich die an. Und dann sind wir auch schon wieder bei dem heißgeliebten Innenraumcheck. Das heißt, ich fange natürlich an mit den Türtaschen. Ich habe vergessen, eine entsprechend kleine Flasche zu kaufen. Der Tobi hatte aber glücklicherweise diese 1,5 Liter Flasche im Gepäck. Die passt nicht wirklich in die Türtasche rein. Die steht also jetzt ein bisschen ab, aber Jens würde sagen, passt schon, weil der hat ja immer viel zu trinken und gern dabei. Also die ragt dann halt so ein bisschen in den Innenraum rein, aber man kann sich hier zumindest noch fixieren und dahinter ist dann immer noch genug Platz, um da irgendwelche anderen Sachen abzulegen, wie ein Portemonnaie, eine Warmweste oder ein Handy. Direkt neben dem Lenkrad habe ich dann nochmal so ein Klappfach, das ist nicht irgendwie ausgekleidet. Die Ablage hier in der Tür übrigens auch nicht. Ich vermute mal, dass man da auch eine Brille reintun kann, wie beim Mustang. Nein, haha, also einfach nur ein kleines Ablagefach. Das nächste Fach befindet sich dann hier unterhalb der Klimaanlage vor dem Schalthebel. Da passt genau mein Handy rein und ich habe hier so ein iPhone mit so einer kindersicheren Hülle halt. Da ist also genug Platz. Das bietet sich natürlich an, weil daneben sich auch gleich der USB-Anschluss befindet, mit dem ich das Smartphone dann gegebenenfalls mit dem Infotainment-System verbinden kann. Hier habe ich auch noch einen 12-Volt-Anschluss neben dem Schaltknauf. Beim Schaltknauf übrigens, ich finde das ganz süß, also völlig überflüssig eigentlich, aber trotzdem süß und niedlich, habe ich ja hier die entsprechende Skala, wo die Gänge liegen, ganz wichtig. Und das ist auch noch beleuchtet. Also ich finde das ganz süß. Gut, dann haben wir hier die Mittelkonsole. Die kann ich, die Becherhalter sind das ja. Die kann ich hier mit so einer Schublade verschließen, damit das nicht voll staubt oder krümelt. Und dann habe ich hier so Abstandshalter, mit denen ich mir im Prinzip meine ganz persönliche Halterung für mein Getränk halt basteln kann oder zusammenschieben kann. Nun sieht das hier so ein bisschen schlecht aus und kippelt auch, beziehungsweise ich hätte da kein gutes Gefühl. Da hat Ford aber sogar mitgedacht und gedacht, wenn der Jens mal mitfährt mit seinen großen Flaschen oder halt der Tobi mit seiner Wasserflasche, kann ich hier noch was nach hinten schieben, habe da noch ein bisschen
mehr Platz nach unten und kann die Flasche hier ein ganzes Stück weiter versenken. So steht die auch viel besser und hat noch mehr Halt. Und nur noch mal den Größenunterschied, so ganz unten. Und wenn ich das jetzt wieder aufschiebe, würde sie so da drin stehen. Das finde ich ist ganz pfiffig gelöst. Hat Ford fein gemacht. Press, Jan, press. Dann haben wir hier die Armlehne. Die kann ich nur in der Weite verstellen. Ups, klappt die Klappe hier auf. In der Höhe lässt sie sich nicht arretieren, aber so lässig, ne? Ihr wisst schon, das passt auf jeden Fall. Auch für kleinere Menschen, die halt weiter vorne sitzen, wird das gut sein. Die kann ich natürlich auch aufklappen. Dann habe ich hier erstmal ein Fach auch so rutschfest ausgekleidet. Darunter befindet sich ein zweiter USB-Anschluss, ein Line-In, ein SD-Kartenanschluss und auch nochmal 12 Volt. Und ich habe hier meinen Schlüssel drin, weil viel mehr passt in das Fach auch nicht rein. Ich glaube, wenn der Funkschlüssel sich hier mal systemmäßig verabschiedet hat, muss man den da reinlegen, weil zumindest ist da ein Schlüsselsymbol. Hoppla, den darf ich hier nicht vergessen. Das läuft ja prima. Ja. Okay, ein Handschuhfach gibt es natürlich auch. Das ist nicht gerade üppig groß, aber die Mappe ist auch nicht üppig groß. Also ist da immer noch genug Platz für andere Sachen. Es ist sogar beleuchtet, zumindest mit so einer Funzel. Und man hat hier nochmal so einen Tickethalter und einen Stifthalter dabei. Okay, zwei Sonnenblenden. Auf jeder Seite eine mit Make-up-Spiegel, die an beiden Seiten beleuchtet sind. Und der Spiegel ist auch angenehm groß. In der Mitte hier habe ich ein Brillenfach. Auch das ist mit so einer Gummiunterlage beschichtet, dass die Brille da nicht rumrutscht. Sieht jetzt aber nicht so groß aus. Ich denke mal, hier diese große Ray-Ban würde da zum Beispiel nicht hineinpassen. Das Leselicht befindet sich nicht hier, sondern hier oben. Man muss also so ein Stück zurückgreifen. Und das ist wieder diese kombinierte Leuchte, wie auch schon im S-Max gesehen, oder S-Max, die im Prinzip beide Leuchten hier in diesem Schirm hat. Und die eine leuchtet dann nach da und die andere nach da. Für beide ist also eine Leuchte da. Dazu gibt es nochmal einen Knopf, was sowohl vorne als auch hinten die Leuchten aktiviert. Und ich kann hier natürlich noch die Türeinstiegsbeleuchtung an- und ausschalten. An allen vier Türen befinden sich Haltegriffe. Ich sagte es ja eben schon, immer wieder ein befremdliches Geräusch, hier die Türen zu öffnen. Die hintere Tür ist jetzt nicht ganz so groß, trotzdem habe ich noch ein schönes Einstiegsfenster. Ja, jetzt steige ich hier mal ein, wie ihr seht. Das geht eigentlich noch recht bequem. Die Tür kann ich auch ganz locker schließen, die steht nicht so weit aus. Dafür, dass wir hier in einem Titanium-Modell sitzen, die höchste Ausstattungslinie, ist der Innenraum hinten wirklich sehr, sehr spartanisch. Direkt neben den Sitzen, dafür öffne ich nochmal die Tür, um mich selbst zu überzeugen, gibt es, Sarah hat es immer Krümelfächer genannt, also zwei kleinere Ablageschalen, wo irgendwie nichts wirklich reinpasst, aber zumindest die Krümel immer reinfallen werden. In der Tür gibt es selber noch mal eine Ablage. Die gute 1,5 Liter Flasche passt da nicht rein. Ich denke mal aber so eine kleine 0,33 Liter Flasche, die wir nicht dabei haben, auf jeden Fall. In den Rückenlehnen der Vordersitze haben wir dann noch mal so Zeitungstaschen, die auch nicht gerade üppig groß sind, aber zumindest ein paar Comics passen da locker rein. Am Ende der Mittelkonsole hier habe ich gerade mal so einen Einschub, wo mein iPhone wieder reinpasst. Auch das ist nicht rutschfest ausgekleidet und ja, kein Strom, ne? Also weder USB noch irgendwie 12 Volt. Das ist erstmal bitter und wahrscheinlich nur möglich, dass man sich das dann hinzukonfiguriert, falls das überhaupt geht. Also da bin ich enttäuscht. Bei so einem Titanium-Modell würde ich zumindest hinten nochmal 12 Volt erwarten. Dafür gibt es zumindest mal, hoppla, eine Mittelarmlehne. In die sind auch zwei Getränkehalter integriert mit so Abstandshaltern. Da wird so eine 0,33333 Liter Dose auf jeden Fall hineinpassen. Aber auch hier, man sieht es vielleicht, so richtig tief sind die Dinger nicht. Also die Flasche, wenn man jetzt hier so eine halbe Liter Flasche hätte, steht die schon ziemlich hoch raus. Aber immerhin ist die Lehne breit genug, dass da zwei Arme bequem draufpassen. Noch gar nichts habe ich von meinem Raumgefühl hier gesagt. Ich kann sehr bequem sitzen. Die Kopffreiheit ist auf jeden Fall vorhanden. Bei der Beinfreiheit muss ich sagen, stoße ich so schon. Der Fahrersitz ist auf mich eingestellt. Ich bin 1,80 groß.
sitze hinter mir wieder, ja. Ich stoße hier schon irgendwie mit den Schienenbeinen so ein bisschen an die an den Vordersitz an. Das könnte ruhig noch ein bisschen üppiger sein. Ich sitze aber auch nicht unkomfortabel. Bloß wenn ich jetzt an Tobi denke, der sitzt hier hinten auf jeden Fall nicht mehr so bequem wie ich. Der Tobi hat zwar noch ausreichend Kopffreiheit, mit den Beinen ist es aber sehr unbequem, sagt er. Also wenn der Fahrersitz auf mich eingestellt ist, vor allen Dingen, weil er die Füße kaum noch bewegen kann. Und Tobi ist 1,95 Meter groß. Okay, die Gurte sollten auch, oh ja, lang genug sein, um hier bequem eine Babyschale oder einen Kindersitz anzuschnallen. Wir haben Isofix-Halterung an den beiden äußeren Sitzen und die Gurtpeitschen sind dankenswerterweise auch schön starr, dass Kinder sich selbst anschnallen können, problemlos. Ich versuche mal eben einmal in die Mitte zu rutschen, um mal zu gucken, wie da das Platzangebot ist. Stichwort Fünfsitzer. Ich sitze eigentlich bequem, der Rücken ist deutlich härter als hier bei dem Außensitz und ja, ich sitze im Prinzip schon, also übliches Problem, wenn ich hier sitzen würde und alle wollen sich anschnallen, dann müssen mir die Leute, die sich anschnallen wollen, irgendwie am Po rumfummeln. Ja. Gut, wir haben auch hier Haltegriff, hatte ich gesagt. An diesem Haltegriff ist jeweils ein Kleiderhaken links und rechts angebracht. Auch hier hinten gibt es Leseleuchten im gleichen Aufbau wie vorne, also mittig angebracht. Und das Ding leuchtet dann links und rechts raus. Dazu gibt es elektrische Fensterheber. Und man sieht es vielleicht hier auch nochmal ganz schön. Das ist eine Collarverglasung, also eine Privacy-Verglasung. Die Fenster lassen sich leider nicht wirklich versenken. Also da bleibt noch eine ganze Ecke stehen hier. Ich vermute aber mal, dass es einen Einklemmschutz gibt. Jawohl, den gibt es. Der schaltet auch früh ein. Ich kann vorne die beiden hinteren Fenster sperren und wenn ich das dann tue, habe ich auch automatisch eine Kindersicherung. Also kann die Türen dann von innen nicht mehr öffnen. Auch das finde ich praktisch, dass es so einfach gelöst ist über einen Knopfdruck. Den Kofferraum kann ich über die Funkfernbedienung hier auch öffnen. Da muss ich zweimal auf diesen Taster drücken, dann öffnet sich das Ganze oder ich bemühe den Taster halt direkt. Ihr wollt immer den Schlüssel sehen, der ist hier beim Ford Focus Turnier relativ schlicht gehalten, aus Plastik. Und wenn ich hier nach vorne drücke, dann sieht man im Prinzip nochmal den Schlüsselbart, den man hier für den Notfall nutzen kann. Gut, mache ich das doch mal. 1, 2, zack, geht er auf. Öffnen muss ich selber, weil es natürlich keine elektrische Heckklappe ist. Insgesamt habe ich jetzt, so wie er da steht, ein Ladevolumen von 490 Litern. Wir haben heute nicht so viel Gepäck dabei. Wir sind ja in Bielefeld, unser Kamera-Equipment und unsere Stativrolle, die hier ganz bequem hineinpasst, wie man sehr schön sehen kann. Hoppla. Und damit heißt das schon mal, dass ich da mehr als 1 Meter Platz in der Breite habe. Es gibt einen doppelten Boden hier beim Kofferraum und darunter befindet sich quasi, wo früher das Reserverad war, jetzt das Tire-Fit und das Warndreieck mit Schutzweste und Handschuhen und hast du nicht gesehen. Und da ist sogar noch ein bisschen Ablage für Kleinigkeiten, die man jetzt nicht im Kofferraum direkt rumfliegen lassen möchte. Nicht, dass wir zurückklappe, aber auch eben schon habe ich gesehen, ich habe hier 4 Zurösen, die kann ich so aufstellen und dann Sachen entsprechend verzuren. Links und rechts habe ich dann nochmal so kleine Klappen. Auf der linken Seite haben wir da den, geht das nicht wieder zu? Doch, so, nee, doch nicht. Den Sicherungskasten und auf der rechten Seite ist einfach so ein Fach. Ein bisschen ausgekleidet. Ich vermute mal, dass da auch ganz gut der Verbandkasten hinein könnte. Der Kofferraum ist beleuchtet, links und rechts jeweils mit einer eigenen Leuchte. Die funzeln aber hier auch gerade nur so ein bisschen. Also wirklich, das ist keine LED-Technik. Und wir haben Gepäck, also so Taschenhalter, so kleine Haken halt, mit dem man Taschen und Plastiktüten befestigen kann, auf beiden Seiten, 2 Stück. Dann gibt es noch den Sichtschutz, der rastet schön ein und ich mag das ja immer press und dann fährt er halt weg. Diesen Sichtschutz kann man natürlich auch ausbauen, dafür drückt man die eine Seite ein bisschen hinein und schon hat man das ganze Ding in der Hand. Das war wirklich einfach.
und kann jetzt die Rücksitze umlegen. Ich habe vergessen, hier ist auch noch auf der rechten Seite ein 12-Volt-Anschluss. Um die Rücksitzbank umzuklappen, hat man hier so einen kleinen Drücker und dann fällt die quasi um. Das kann ich persönlich auch noch bei geöffneter Heckklappe machen, muss mich dann aber ein bisschen strecken. Kleinere Leute, ich denke mal so, Leute, die nicht größer als 1,70 sind, müssen auf jeden Fall den Weg hier gehen. So sieht man schon ganz schön, das ist hier alles andere als eben. Das ist aber auch nur einfach umgeklappt. Wenn ich das nochmal zurückklappe, kann ich das Sitzpolster quasi vorerst umklappen und dann nochmal die Bank umklappen. Und es ist immer noch nicht ebenerdig, aber schon mal deutlich flacher hier das Ganze. Und man sieht es ganz schön, 40:60 kann ich die Rückbank umklappen. Jetzt messe ich hier nochmal fix nach. Ganz normaler Kofferraum bis hinten hin, ja, nicht ganz einen Meter. Und wenn ich da vielleicht auch noch mal gucke, ich jetzt hier die Oberkante nehme, dann sind das gut 85 cm in der Breite. Hat man eben schon gesagt, mindestens einen Meter zwischen den Radhäusern. Jawohl, ui, das ist ja richtig was. Das ist 1,12 m in der Breite. Das finde ich ja schon ganz, ganz sportlich. Und wenn ich jetzt hier nochmal messe, bei umgeklappter Rückbank sind das 1,57 Meter. Das hat natürlich auch den Nachteil, wenn ich jetzt die Polster hier hochklappe, dass ich da nichts mehr weiter durchladen kann nach vorne, zum Beispiel in den Beifahrerraum, weil das Ding da halt im Weg ist. Und noch was, Tobi hatte ja hier auch schon drin gesessen, wenn der Tobi sich den Sitz mit seinen 1,95 Meter einstellt, dann kann ich dieses Ding auch nicht mehr nach hinten klappen, weil der Sitz einfach zu weit hinten ist. Also man darf dann wirklich nur 1,80, 1,85 sein, sonst passt das alles nicht. Das ist so ein bisschen suboptimal. Achso, Gepäckvolumen, jetzt hier so umgeklappt, 1516 Liter. Lobend erwähnen möchte ich nochmal diese große Öffnung des Kofferraums. Da kann man wirklich ganz bequem Sachen einladen. Und diesen Koffer muss ich auch gerade mal 60 cm hochheben, um ihn hier entsprechend reinzuschieben. Ich habe zwei Griffe auf jeder Seite ein, aber keinen Sakkohalter. Und die Klappe schließt sich auch sehr locker. Vorher möchte ich noch sagen, das hier oben, die Kante, liegt bei etwa 2,10 Meter. Das ist ja wichtig für alle Garagen- oder Tiefgaragenparker. Ich darf den Ford Focus Turnier, den 2,0 Liter TDCi mit 150 PS, mit 600 Kilo beladen. Davon darf man 75 Kilo aufs Dach schnallen. Optional kann man sich eine Anhängerkupplung verbauen und die darf dann gebremste Anhänger bis zu einem Maximalgewicht von 1,8 Tonnen ziehen. Mein Fahreindruck hier vom Ford Focus Turnier 2,0 TDCi ist durchweg positiv, möchte ich sagen. Ich habe bei den heutigen Autos immer so ein leichtes Problem. Wenn man hört 150 Diesel PS, ich denke dann immer noch an mein erstes bewusstes Dieselfahren. Das war damals der Bora von VW, der TDI mit dem roten I. Und Himmel, der ging echt ab wie Schmidts Katze. Und alles andere, so diese Autos der heutigen Zeit, da denkt man immer, ja, 150 Diesel PS, da geht ja richtig was. Er geht aber gar nicht so viel. Das ist wohl, woran auch immer, ja, die Autos sind halt schwerer geworden. Nichtsdestotrotz, mit diesen 150 Diesel PS ist man ausreichend gut motorisiert und kann jetzt hier bei Ampelstart oder auf der Autobahn keine großen Akzente setzen. Man kann aber mehr als nur bequem mitschwimmen, kann bequem überholen. Ich sage, eine Höchstgeschwindigkeit von 210 ist ja auch jetzt nicht so verkehrt. Also für den Alltagsgebrauch ist das alles vollkommen in Ordnung. Und die Schaltung, wir haben ja hier diese manuelle Sechsgangschaltung, präzise Schaltwege, die sind noch nicht mal arg lang, ist jetzt auch keine sportliche Schaltung, aber ja, halt so im Rahmen für so ein Auto. Und das Fahrwerk ist
tue ich mich sehr schwer mit. Auf der einen Seite merke ich wirklich jeden Gullideckel, der so einen Hauch tiefer sitzt. Das Auto poltert dabei aber nicht, aber man merkt es halt schon. Nichtsdestotrotz habe ich keine Probleme mit meinem Rücken dabei, dass ich irgendwie jetzt merke, dass diese Schläge mich doll erreichen. Das mag vielleicht an den Sitzen liegen. Mein Gesamteindruck, sehr subjektiv hier, ist aber, dass die Federung oder das Fahrwerk durchaus komfortabel ist. Bei schnellen Kurven schiebt er schon mal über die Vorderräder und auch nicht ganz so witzig. Da muss man dann so ein bisschen seinen Gasfuß dosieren. Aber auch hier, jedem ist bewusst, ich fahre hier keinen Sportwagen. Und wenn ich den wirklich durchweg sportlich bewegen möchte, dann muss ich vielleicht auf ein Fahrwerk zurückgreifen aus dem Aftermarket-Bereich. Die Lenkung, ich mag es ja kaum sagen, eine progressive Servolenkung. Das heißt, bei langsamen Geschwindigkeiten brauche ich weit weniger Aufwand als bei höheren Geschwindigkeiten, was ja auch gut ist, damit ich in der Stadt schön rangieren kann. Ich finde, die ist sogar ansatzweise direkt und ja, ich hatte kein Problem beim Rangieren und auch nicht auf der Autobahn. Die macht halt ihren Job. Zu den Bremsen kann ich nichts groß sagen. Die lassen sich schön dosieren. Fängt sofort an der Druckpunkt und wenn man feste drauf drückt, ja, verzögert er halt ordentlich und bringt das Auto zum Stehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die irgendwie unterdimensioniert sind. Vielmehr scheinen die gerade richtig zu sein. Was den Sound angeht, wir fahren hier in Diesel. Wir haben da hinten das eine Auspuffrohr. Wenn ich jetzt mal hier ordentlich zurückschalte, um mal ein bisschen Drehzahl zu kriegen, vielleicht noch ein bisschen mehr. Nee, das war zu viel. Das sind jetzt 4000 Umdrehungen. Da wird der schon ein bisschen lauter, hört sich aber nicht sportlich an. Also kann man ruhig ein bisschen früher schalten. Was die Windgeräusche angeht, ist ja eigentlich recht ruhig, finde ich zumindest. Man hat zwar immer so ein Grundrauschen, auch schon bei 100 km/h, aber das wird halt auch nicht wesentlich lauter. Von daher auch hier alles im Rahmen. Zum Verbrauch kann ich noch was sagen. Wir hatten den Wagen jetzt ein paar Tage hier in Bielefeld. Wir haben auf der Uhr stehen nach etwas über 700 Kilometern 6,4 Liter Diesel auf 100 Kilometer im Schnitt. Ford sagt ja 4 Liter oder 4,1, je nachdem, welche Quelle man hier gerade bemüht von Ford. Da sind natürlich 50% mehr als laut NEFZ angegeben. Ich orientiere mich dabei eher nach Autogröße und Verbrauch. Und wenn ich überlege, echt 6,4 Liter Diesel, das ist nicht viel. Zumal wir hier auch einige Autobahnstrecken bei hatten, genauso wie diverse Kurzstrecken in der Stadt. Und ich denke, da könnte man sogar noch unter 6 Liter kommen, wenn man jetzt die Gänge ein bisschen früher schaltet und gar nicht erst versucht, das Auto sportlich zu fahren. Von daher bin ich von dem Verbrauch eigentlich durchweg angetan. Vorab, das Sync 2, dazu haben wir ein eigenes Video, haben wir damals gedreht mit dem Ford S-Max oder S-Max oder S-Max. Das habe ich euch unten verlinkt. Ich finde es im Vergleich zu den vorherigen Systemen von Ford auf jeden Fall einen großen Fortschritt. Hier und da, finde ich, könnte die Ergonomie noch ein bisschen besser sein. Es ist nicht ganz schlüssig, aber es funktioniert vor allen Dingen und das ist ja die Hauptsache. Wir haben hier die normalen Boxen drin, meine ich. Die hören sich okay an, also auch Musik hören, auch ein bisschen lauter kann man durchaus machen. Wer jetzt aber hier ein Klangerlebnis erwartet, ja, sind Serienboxen, hallo. Auch in dieser Preisklasse liefert Ford schon diverse Assistenzsysteme mit. Wir haben unter anderem Blindspot Warner, der hier mit so einer kleinen orangen Leuchte im Außenspiegel aktiv ist. Das heißt, wenn ein Auto von hinten im toten Winkel angefahren kommt, dann leuchtet das entsprechend auf. Wenn ich dann den Blinker setze, blinkt die Leuchte, um mich halt nochmal extra zu warnen. Und es gibt einen Spurhalteassistenten, den aktiviere ich über den Blinkerschalter, da ist ein kleiner Taster dran. Sobald der aktiviert ist, versucht er halt die Straßenmarkierungen zu erkennen. Und wenn ich die dann überfahre, bekomme ich einen entsprechenden Hinweis durch ein Vibrieren im Lenkrad. Also kein Signalton, sondern ein entsprechendes Vibrieren. Die Intensität des Vibrierens kann ich auch über den Bordcomputer noch einstellen.
Optional dazu haben wir hier auch verbaut, ist der Spurhalteassistent. Das heißt, wenn ich jetzt also die Spur überfahre und nicht auf das Vibrieren reagiere, dann versucht er mit dem Eingriff die Fahrweise zu korrigieren. Sofern ich das hier erlebt habe, die ein, zwei Mal, war ich davon nicht wirklich begeistert, weil es mir immer sehr, sehr abrupt vorkam. Was ist denn jetzt los hier? Also das war nicht irgendwie so, dass er versucht hat, die Spur zu halten, sondern hat wirklich nachkorrigiert. Und also es war jetzt nicht gefährlich, aber schon so ruckartig, dass ich mich ein Stück weit erschrocken habe zumindest. Es gibt eine weitere Funktion, die nennt sich Active City Stop. Die sorgt dafür, bei niedrigen Geschwindigkeiten, wenn ich auf dem Hindernis auffahre, dass der Wagen automatisch bremst, um eine Kollision zu vermeiden. Das ist auf jeden Fall nicht unsinnig und vor allen Dingen sollte das meines Erachtens eigentlich auch serienmäßig sein, ist hier meines Erachtens nur Option. Wir haben selbst bei dem manuellen Schalter hier einen adaptiven Tempomaten. Das heißt, er hält immer den Abstand zum Vordermann. Auch wenn der Vordermann langsamer wird, bleiben wir in gleicher Geschwindigkeit zum Vordermann, damit sich der Sicherheitsabstand nicht verringert. Ich finde, das beim Schalter ist es immer so eine Sache, wenn man sich denkt, hallo. Aber eigentlich so bei 120 Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn ist es durchaus in Ordnung. Und der hält auch die Abstände schön und bremst halt langsam rein, also nicht zu abrupt, das ist alles in Ordnung. Wir haben hier einen Einparkassistenten. Ich gebe zu, ich habe ihn nicht mal ausprobiert. Ich bin ja ein großer Fan von der Rückfahrkamera und werde dafür schon gescholten, diese ganzen Assistenzsysteme zum Einparken. Ich weiß, wir müssen die irgendwann auch mal zeigen. Im Moment hatten wir dafür nicht genug Zeit und ich finde sie halt auch nicht so dramatisch wichtig. Ja, zu guter Letzt gibt es auch noch eine Verkehrszeichenerkennung. Wir haben da oben also eine Kamera, die scannt hier nach Verkehrszeichen. Auch das, finde ich, hat ganz ordentlich funktioniert. Was ich halt so ein bisschen schade finde, aber das gilt nicht nur für dieses System, sondern für die meisten Hersteller, wenn ich eine Geschwindigkeitsbegrenzung habe, die zeitlich gebunden ist, wird mir hier, werden mir zwei Sachen angezeigt, 100, also hier auf dem Ostwestfalen, dann bei uns in Bielefeld, 100 als normales Tempolimit und dann nochmal 80 und darunter ist so ein Krusselschild. Soll heißen, pass mal auf, was da wirklich steht. Meines Erachtens sollten die so weit sein, dass sie diese Zeitabstände zumindest, also die Uhrzeiten, da auch noch mit reinkriegen und auch digitalisiert kriegen entsprechend. Lasst mich meine Erfahrung bitte kurz zusammenfassen. Hier vom Ford Focus Turnier 2,0 TDCi mit 150 PS und manueller Sechsgangschaltung. Und ich möchte mich einer Analogie bedienen. Wenn meine Tochter einen Hannes oder einen Fred mit nach Hause bringt, bin ich entspannt. Weil Hannes und Fred stehen mich für mich so für Leute, die sind bodenständig. Das sind nette Kerle, die kommen und sagen, Tag, Herr Gleitzmann. Ne? Also wirklich, so möchte ich das auch gerne haben. Die sind nicht zu sportlich, nicht zu unsportlich. Die sind vor allen Dingen nicht irgendwie zu stylisch, die sind nicht überkandidelt. Die sind einfach nur nette Kerle. Und genau so sehe ich hier dieses Auto. Das ist ein nettes Auto. Das macht Spaß. Nicht zu viel, es ist kein Sportwagen, es ist ja ein Kombi, aber für einen Kombi mit 150 PS macht der Spaß. Also Fahrspaß in dem Segment durchaus gegeben. Klar, Porsche fahren macht mehr Spaß, aber das für mich als Familienvater alles im Rahmen. Der Alltagsnutzen ist gegeben. Wir haben einen schönen großen Kofferraum mit einer niedrigen Ladekante, Abzüge in der B-Note, gerade für größere Leute. Also alle Leute über 1,80, bitte geht zum Händler, wenn ihr euch für den Wagen interessiert. Findet die richtige Sitzposition, A, klappt das und B, wenn ihr sie habt, versucht mal die Rückbank umzulegen, funktioniert das auch noch. Wenn das nämlich nicht klappt, dann ist der Kofferraum für euch schon wieder grenzwertig. Der Verbrauch ist auch, finde ich, vollkommen okay. Ja, Ford sagt Netzverbrauch von 4 Litern. Wir sind jetzt hier auf 700 Kilometern. Gut 6,4 Liter im Durchschnitt haben wir verbraucht. Das finde ich im Rahmen. Also klar, im Vergleich zu 4, das ist natürlich schon eine ganze Menge mehr als 4 Liter. Also in Relation gesehen. Aber für so einen großen Kombi 6,4 Liter Diesel, wo auch einiges an Autobahnfahrten bei war und einiges an Stadtverkehr, das finde ich vollkommen okay.
doch grundsätzlich. Und was den Fahrkomfort angeht, auch das Fahrwerk, prima alles. Man, die Sitze sind komfortabel. Ich habe da nichts zu meckern. Ich sage ja, das ist so ein Kumpelauto halt. Ne? Ja, das war's dann auch schon. Seid ihr auch Kumpels? Hä? Dann gebt mir doch den Daumen nach oben, zumindest wenn euch das Review gefallen hat. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn euch was nicht klar geworden ist oder ich mal wieder was falsch gesagt habe, bitte unten in die Kommentare. Ich lasse mich ja auch gerne korrigieren. Ich kann bloß keine Kritik vertragen. Und alles andere, ja, verteilt es gerne bei Facebook, Twitter oder Google+. Nehmt es auf eure YouTube-Playlisten und lasst uns auch gerne wissen, was ihr sonst für Autos sehen wollt. Ich verabschiede mich jetzt, weil die Sonne rauskommt. Ich will noch in den Garten. Bis dann. Tschüss, euer Jan. 565, ne? Ja. 565 Auspra... Die nennt sich Brisbane Bresla. Mal halt.